Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Nachdem wir in der letzten Folge einen Toaster gefunden haben, haben wir danach auch Gohan gefunden. Also ich finde, diese beiden Dinge hängen bestimmt irgendwie zusammen. Nein, tun sie nicht. Wir müssen in dieser Folge müssen wir ihn besiegen und dann kommt der Plot Twist. Viel Spaß. Der Typ, der da rausgegangen ist, der hat mich so genervt. Unglaublich. Wir werden es gleich mal mit unseren Silence-Waffen versuchen, dass wir einfach nur aus dem Hinterhalt angreifen, währenddessen Goran derjenige ist, der fokussiert wird. So, das zu dem. Kackviech, ey. Okay, wollen wir mal zurückgehen. Ich meine, die Taktik war an sich schon gut. Ich habe nur diesen Kapselbringer nicht auf dem Radar gehabt. Toll. Hättet schon ruhig vorgehen können. Oh. Na, immerhin Roboterschrott bekommen. Und ich wurde angekotzt. Geil. Da stehe ich doch drauf. Okay. Jetzt muss das mit Goran nur funktionieren nochmal mit 75%. Das ist ja auch nicht gerade wenig. Wo gehst du denn hin? Genau, bleib da. Okay. Wir nehmen Goran ein. Ja, die haben Goran bemerkt, nicht mich. Alles gut. Dann nehmen wir Goran und schießen auf das Scheißding. Dann benutzen wir unsere Silence-Waffen und schießen weiterhin drauf. Die werden denken, dass Goran den ganzen Scheiß hier macht. Oh, ich bin Goran. Ich töte euch alle. Huch, da hinten steht ja auch noch einer. Oh nein. Den habe ich übersehen? So, jetzt aber. Okay. Wir versuchen einfach mal was Neues. Wir verteilen die jetzt, die Jungs. Einer klettert hier hoch. Das Problem beim Verteilen ist einfach nur, dass sie dann nicht zur Heilung retten können. Das ist auch ein bisschen weit weg, ne? Das ist zu weit weg. Also meine Taktik war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe es erstmal komplett rausgeschnitten. Allerdings habe ich mit Bormin zweimal meine Silence-Waffe eingesetzt. Und das hat mir dann viele, viele Runden gekostet. So, und zwar greifen wir zuerst Goran an, logischerweise. Dann beginnt Goran den Kampf, um die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Jetzt haben sie ihn ja alle angeguckt, seht ihr das? So, und nun greifen wir mit dem hier an. Und wechseln auf jeden Fall die Waffe, damit wir den töten können. Damit der nicht hinter die Haltestelle kommt. Und jetzt müssten sie Goran alle angreifen. Ganz genau, spring da hinten hin. Ja, geh auf Goran. Aber er trifft nicht. Doch, er trifft, ja! Ich dachte, das wäre so weit weg. Sehr schön. So, Goran. Jetzt muss die Pflanze leiden. So, kann jemand von euch die Pflanze komplett töten? Du nicht.
Du kannst es schaffen. Pflanze ist tot. Bormin. Du läufst den Huntern. So. Du greifst den da hinten an. Aber seine Deckung ist weg. Alles gut. Jetzt läuft er weg. Der Hund wird Goran nicht töten können. Oh, wieso hat er nicht auf Goran geschossen, der Depp? Ah, aber wenn ich seine Deckung weggeschossen habe. Okay, das war blöd. Es war blöd, dass ich die Deckung von ihm weggeschossen habe. Okay, Bormin, du musst jetzt komplett weg da. Overwatch. Was machen wir jetzt mit dir? Kann ich ihn irgendwie so machen, dass er nichts gebacken kriegt? Ich meine, ich kann mal nachladen, ja. Na gut, den treffe ich nicht. Tschüss, Goran. Ja, dann geht das Overwatch-Spiel jetzt weiter, oder was? Overwatch. Das ist mir zu weit weg. Overwatch. Alter, wo gehst du denn hin? Was hoffst du dir da hinten zu erreichen? Nice. Na gut. Overwatch. Soll er mal herkommen. Nice. Nice, ja. Gott sei Dank. Goran's down, but still breathing. He looks up at us and laughs. I grab his arm. It crumbles like dry leaves. His body disintegrates. A clone, like all the others. The real Goran was long gone. Fed to plants and rebuilt as a servant to some genocidal master. Who's behind this? Behind us, the massive vines begin to hum. The hum. Turns into a woman's voice. You surprise me, Storkus. I thought you were pathetic little outcasts, poisoning the zone with your bullets and bravado. But now, I see it's futile for me to fight such heroes. I go by many names, but you know me as Old Jyko. The legendary tree. I wait for you just north of here. Come, claim your reward. The truth hits like a zone dog to the nuts, and it makes perfect sense. The vines, the pods, the minions connected to one system of roots stretching across the zone, leading to one central point, the tree. To mutants, ghouls, and everybody in between. She is known as Old Jyko, the zone's oldest living tree. They say she was here before the zone, before the ancients, maybe before time itself. But trees don't talk. We're faced with two possibilities. Either us stalkers finally got the rot and our brains are about to explode, or
older Jaiko somehow became a hyper-intelligent tree, hell-bent on destroying humanity. Do we go north? Do we claim this reward? Irgendwann muss ich hingehen, aber wir haben jetzt erstmal noch Optionen frei. Sammeln wir erstmal unsere Belohnung hier ein. It wasn't Goran. It's Jaiko. Old Jaiko. That damn tree's intelligent. Okay, so you're telling me Goran was just a stew for some talking tree? Did you eat some of those Novasec mushrooms? I know you stashed some. We have to visit old Jaiko. See what this tree wants. I can't believe these words are coming out of my mouth. Also, Süden, Westen, Osten, Norden? Ja, ich dachte, ich habe das hier eingesammelt. Also haben wir mehrere Optionen noch. Was kommt da aus dem Hintern? Achso. Das ist ein Eiszapfen. okay, Moment mal. Ich wollte mal auf die Zonenkarte gucken. Wo soll ich hin? Dahin? Achso, klar, logisch. Da will ich aber noch nicht hin. Wenn... jetzt weiß ich aber nicht. Da muss ja... dann Norden sein. Da geht's ja zum Baum, ne? Aber ist das der Rückweg, oder nicht? Egal, gehen wir erstmal dahin, wo Fragezeichen steht, und dann werden wir es ja sehen, wo wir landen. Polis, Polizei. Okay, gucken wir mal, was sich hinter Türchen Nummer 1 verbirgt. Nice, genau da wollte ich hin. So, hatten wir nicht eigentlich noch ein Artefakt? Doch, wir haben ein Artefakt. Wir sollten kurz mal zur Arche vorbeischauen. Und dann den Brandschaden nehmen. Okay. Ja, echte Kunden. So, was haben wir noch? Granatenschaden um 4 und Molotow-Cocktail. Tschüssikowski. Oh. Ah, guck mal, da ist der Elch sogar. Da steht er. Toll. Das einzige, den ich jemals da gesehen habe. Okay. Tal aus Stahl. Das reimt sich. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Was beim Tal aus Stahl. Stahlfigürchen, okay. Ich hoffe, die greifen mich nicht an, wenn ich mich umdrehe. Ist ja kein Horror, oder? Oh. Ich komme zu euch zurück. Aber zuerst die Metallfelder. Oh, die sind ja hier gleich schon vorne. Mir gefällt es nicht, dass der da oben ist. Und dass er so viel Leben hat, gefällt mir auch nicht. Bleibst du da eine Sekunde stehen? Das wäre echt nett. Hoffen wir mal, dass wir den irgendwie kriegen. Es wäre nämlich blöd, wenn ich jetzt hier meine starken Waffen einsetzen müsste und alle mich hören. Oder zum Schluss. Ich kann natürlich auch zum Schluss angreifen. Nee, passt. You just lost your soul privileges, asshole. Oh, neue Laden. Neue Sachen im Laden. So, eine Handgranate für mich. Wer steht denn da? Du bist ein Sektenführer, ne? Lokführer. Alles klar, ich vermute mal, du kommst zum Schluss.
Warum seid ihr da oben alle? Da, du gehörst mir, mein Freund. Ich sehe kaum was. Ich musste einfach loslegen. Hoffentlich bist du der Einzige, der das bemerkt hat. Okay, er war der Einzige. So, von da oben aus könnte ich doch den da treffen, oder? Aha, ich habe die Rockgranate bekommen. Ach nee, das ist immer noch der Loot von früher. Ach. Ist ja ätzend. Wer ist denn noch so ein Typi? Und ein Pyro. Ach, du ahnst es nicht, okay. Ich sehe aber, wie wir an den rankommen. Es ist verzwickt hier in dieser Gegend. Bin mir nicht so sicher. Bin mir nicht so sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Nicht auf diese Weise. Oh Gott, wie löse ich denn diese Probleme? Ach doch, Hinterhalt kann ich machen. Nur hier. Ja, wenn ich den treffe, alter Schwede. Okay. Oh, keine Feuerlinie. Außer Reichweite. Oh, das ist blöd. Einfach mal gucken, was passiert. Okay, einer hat's gehört. Da habe ich keine Deckung. Ich habe nicht gar keine Deckung. Okay, gehen wir runter. Er heilt ihn, die kleine Potsau. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Nee. Nee, so wird das nix. So wird das nix. Also, der Lokführer hat mich gehört. Gut. Das ist ja sein Problem. Das heißt, die anderen beiden haben es nicht gehört, wie ich rübergeschossen habe. Das ist gut. Sehr gut sogar. Das heißt, wir müssen uns um den Bot kümmern. Und dann nehmen wir den da oben ein. Mit dem springen wir dann runter, greifen den Lokführer an. Und dann haben wir es. Nein, ihr habt euch nicht bewegt. Ich hasse es, ne? Wie sehr ich das hasse, wenn sie es tun. Naja. Wird schon schief gehen. Wieso ist da immer noch die Markierung von... Ist da irgendjemand? Ich wollte schon sagen. Plötzlich verschwunden, als ich es angemerkt habe. Hallo. Ich bin's. Der Tod. Angeklopft habe ich auch noch. Kiss, bang, bang. Was machen die für komische Geräusche? Kiss, kiss, bang, bang. Donut.
Echt? Der hat's abgeblockt. Lol. Alles klar. Kümmern wir uns um Schritt 2 meines Plans. Das wollte ich nicht. Das ist auch kacke. Ich mach näher ran.